Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gammelsonntag. Der Videoreihe, wo wir sonntags einfach ein bisschen gammeln und Spiele spielen, für die wir unter der Woche keine Zeit haben. Und heute spielen wir Skullgirls. Skullgirls ist ein Fighting Game im Stile von Street Fighter und so weiter. Tekken, alles was so in diese Richtung geht. Aber es hat seinen ganz eigenen Charme. Ihr hört schon so diese chillige Salonmusik im Hintergrund. Und wir werden uns den Singleplayer ein bisschen anschauen. Wir werden uns die Skullgirls ein bisschen anschauen. Das sind die ganzen Charaktere. Das sind alles so mehr oder weniger untote, verrückte Mädchen. Und es hat wirklich einen coolen Stil, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen gerade im Training rumgegammelt, damit ich so die Grundlagen checke. Es ist ein Port von der PlayStation 4. 3? Ich glaube PlayStation 3 eher. Daher kann man es auf dem PC nur in 720p spielen und auch nur gelockt auf 60 FPS. Was mich ein bisschen ärgert, denn ich habe einen neuen PC und wollte euch eigentlich eine richtige Grafikbombe bringen, aber ich habe noch nichts installiert, außer Skullgirls, weil es wenig MB hatte, habe ich es mir runtergeladen auf Steam. Von daher gucken wir uns jetzt einfach mal den Singleplayer an. Ich denke, das wird ganz lustig. Was haben wir hier? Story Mode, Arcade Mode. Story will ich jetzt nicht unbedingt machen. Schwierigkeitsgrad lassen wir mal auf normal. Und dann gehen wir in den Arcade. So, jetzt kann man hier anscheinend 1, 2 oder 3 Charaktere auswählen. Steht ja unten dran. One super powerful character, 2 high powered characters oder 3 normal powered characters. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man dann alle drei steuert. Das probieren wir nachher mal aus. Jetzt würde ich zuerst gern mal euch die Damen vorstellen. Wir haben nicht freigeschaltet. Das ist so DLC, ne? Muss man dazu kaufen. Ist ein bisschen kacke, dass das hier so versteckt wird hinter einer Paywall. Aber es ist nun mal so, wir können nicht spielen Squiggly, wir können nicht spielen Big Band und wir können nicht spielen Eliza. Aber wir können spielen Miss Fortune. Wir können spielen Peacock. Oben links seht ihr immer die Vorschau und unten links seht ihr so ein kleines Artwork für die Dame. Wir haben Pain Wheel, die habe ich im Training ausprobiert, die ist völlig irre. Wir haben Philia, habe ich es richtig ausgesprochen. Wir haben Cerebella. Was hat denn sie eigentlich? Irgendwelche riesen Mutantenarme. Wir haben Valentine. Wir haben Parasoul. Double habe ich auch im Training gespielt, ist total irre. Die nehmen wir jetzt auch gleich dann. Fuqua, Beowulf und R-Fortune. Ist das so eine Anspielung auf Miss Fortune? Ist das, hängen die irgendwie zusammen? Ich weiß nicht. Und da ist nochmal 2 DLC-Charaktere da unten. Also Beowulf und R-Fortune sind auch DLC. Habe ich nicht am Start. Aber wir probieren jetzt einfach mal Double. Die war recht lustig. Die hat einen ziemlich großen Range-Angriff gehabt. Und wir schauen mal, mit was wir hier gematcht werden. Und wir spielen jetzt einfach mal die Runde und danach reden wir dann drüber. Oh shit, die hat... What the fuck, was passiert mit mir? Gegen was spielen wir denn? Ah, wir spielen auch gegen Double. Das ist natürlich dämlich. Oh shit, das ist ganz schön schwer. Mach mich mui. Kann ich den nicht irgendwie blocken? Also ich bin auf der rechten Seite jetzt gerade. Bam, da diese große Faust, die gefällt mir. Bam, in your face, Double. Na, da kommst du nicht mehr raus, hä? Oh! Boah, ein Skorpionstachel können wir aus unseren Haaren machen. Das ist ja easy. Wenn man sie einmal hier am Sack hat. Was ist jetzt? Jetzt kommt sie nochmal, oder was? Da haben wir so einen Kick. Sollen wir mal versuchen, näher ranzugehen? Ich glaube, ich kann sie auch irgendwie werfen. Komm mal her. Oh. Oh, ich habe sie gefressen oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Jetzt spielen wir gegen Squiggly. Ach, jetzt verstehe ich das. Oh, shit. Das war ein guter Range. Wir sind halt echt langsam, wenn wir laufen. Aber es ist so, dass der Computer... Der hat jetzt mehrere schwache Charaktere. Und ich habe halt einen starken... Das ist der Unterschied. Deshalb ist jetzt da Squiggly noch dabei. Hallo Squiggly, ich spamme jetzt einfach meine Faust und hau dir in die Presse. That's a rap. Oder es waren 2.
Ist das geil, dass ich eine Nonne bin oder sowas normalerweise als Double? Ist ja lustig. Hallo Beowulf! Kriegst gleich die Faust in your face. Ladies and gentlemen, Showtime! Oh, oh. Nein, nein, was macht er? Shit! Der fährt die harte Kombo. Oh, ich habe keine Chance gegen ihn. Ich komme nicht weg. Wie kann ich den blocken? Geh weg von mir, du Bengel. Da schiebt er einen Stuhl in meine Richtung. Was ist eigentlich los? Faust! Bleib mal auf Abstand jetzt, du Akrobeck. Erinnert mich ein bisschen an Blanka aus Street Fighter, oder? Leck, ist er krass drauf, Mann. Bleib bloß auf Entfernung, ey. Müssen wir die Faust benutzen hier. Oh, fuck! Jetzt kommt er wieder durch. Der ist so schnell an mir dran. Take 3, fight! Action, sagen sie hier, Action! What the fuck? Ach ja, ist ja immerhin ein Bio-Wolf, ne? Hatte ich schon wieder ganz vergessen. Hä, hat es mir jetzt auch abgezogen? Es ist echt wie Blanka. Wie Blanka, wenn er unter Strom steht. Oh, wir haben nur noch ein Viertel Leben. Zack! Bam! Nice, Skorpion-Kombo mit der Faust. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf die anderen Angriffe gar nicht ausprobieren gegen ihn. Hier so meine Füße oder... Oh, shit! That's a rap. Gott, wie kaputt wir da unten liegen. Give up. Also, ihr habt gesehen, der Artstyle ist einfach so geil. Das gefällt mir. Mir gefallen, wie die Charaktere aussehen, die Animationen. Mir gefällt die Musik und auch wie die ganzen Level aussehen, so mit dem Hintergrund und alles so auf Schickimicki Hollywood in den, keine Ahnung, was ist das für eine Ära gewesen? 60er, 70er? So um den Dreh rum, 50er vielleicht noch. Das hat einfach Stil. Probieren wir mal. Sollen wir mal Pain Wheel ausprobieren? Sie ist halt schon hart. Sie creept da nur so am Boden rum. Wir spielen wieder gegen einen Bio-Wolf. Oh nein. Sie krabbelt nur am Boden rum. Komm, beweg dich mit einem Helikopter. So, und jetzt will ich dich mal werfen. Komm mal her, Bio-Wolf. Oh fuck, Alter. Er hat so die geilen Kombos. Du bist doch OP, du Bengel. Ich drücke halt auch echt nur Knöpfe jetzt. Abstand, Baby, Abstand! Boah, jetzt haben wir mal ein Kombo gefahren, ja. Ja, da wirft er uns wieder durch die Gegend und schiebt seinen Stuhl durch die Gegend. Au, au, au! Was macht er mit uns? Er verprügelt uns komplett! Warum hat er eigentlich einen Stuhl dabei? Ist er ein Wrestler oder was? Oh, jetzt kommt ein zweiter Char wieder. Wer bist du? Fukua. Gegen den habe ich noch nie gespielt. Du kannst schießen oder was? Boah, an dich komme ich ran. Yeah, dann werfe ich dich mal durch die Gegend hier. Oh nein. Sind wir schon He-Man? Ja, wir sind schon He-Man. You got a lot to learn. Ich will so viele Chars wie möglich ausprobieren. Die sind so cool gemacht. Und zwar will ich jetzt mal hier die Cerebella probieren. Mit ihren komischen Fäusten. Kommen die aus ihrem Kopf? Oh. Vielleicht sollten wir auch mal einen Schwierigkeitsgrad runterstellen. Einfach für den Anfang. Das sind immerhin die ersten Matches, die ich hier spiele. Was hatten sie? Warum fliegen da irgendwelche Köpfe? Ich habe auch das Gefühl, ich bin so langsam mit allen. Ich laufe immer so langsam durch die Gegend. Guckt euch das mal an. Guck
mal, wie langsam ich laufe. Ich brauche Jahre, bis ich an den Chars dran bin. Und die nudelt mich einfach kaputt hier. Nun kann man nichts. Werf sie! Nice. Und da macht er uns schon wieder Mui. Das geht so schnell. Take two in your face. Wir mashen jetzt einfach ein paar Knöpfe, komm. Okay, oh ja, Mann. Take three. Geduckt. Oh, was hat die für eine Kettensäge ausgepackt? Sie hat auch ein Schild oder sowas, gell, die andere? Wie heißt sie denn? Ach, das ist Our Fortune. Das ist dieser DLC-Char, den wir überhaupt nicht spielen können. Aber gegen sie können wir spielen. Okay. Was gelernt? So. Da sieht man mal wieder, dass einfach Knöpfe drücken auch zum Erfolg führen kann in solchen Fighting-Games. Oh, wen haben wir hier? Wir kämpfen gegen Pain Wheel. Gegen Son Goku Pain Wheel. Geile Farben. Bam! Da wollte mich schon anchargen. Komm mal in your face, Pain Wheel. Oh shit. What? Was ist das für eine Frau? Was geht hier ab? Was passiert hier? Komm mal runter. Boah. Was bist denn du? Parasol. Sind das ja so fliegende Wechsel? Das ist wie in, in diesem Dragon Ball Spiel, das ich mal gezockt habe. Da kann man auch zwei Chars auf einmal zocken, quasi, und einfach wechseln im Kampf. Ja, jetzt sind beide da. What the fuck is going on? Verpiss euch, you crack, Digga. Geht's noch? That's a wrap. Glorious. Die haben wir gefistet. Hallo, Squiggly. Let's do this in one take. One take, okay. Showtime. What? What the fuck? Was war das? Die Animationen sind einfach so geil. Und die Charaktere auch. Ich will auch mal als Quickly spielen. Haben wir eigentlich Valentine schon mal gesehen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Boah, da wollte sie uns auf Range, habt ihr gesehen? Oh ja, schubst mich ganz an den Bildschirmrand. Du hast drauf. Bam, 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 in your face und ein Wurf, komm. Yeah, und zack. Oh, da hat's geblockt. Zack und tot. Ich habe gedacht, wir machen das in one take. Warum ist jetzt take two? Oh shit, sie hat voll die Range. Ich surprise dich, Alter. Komm, und Wurf. Yeah. Okay, da fistet sie uns, aber wir haben auch noch einen Take. Take 3, Action! Oh shit, jetzt geht's hier auf Raid. Nein! Und Wurf, Wurf, Wurf! Yeah! Gone down, you son of a Squiggly. Oh shit, da war ein Stachel im Spiel. That's a wrap! Easy! Wer steht denn da im Hintergrund? Was ist das für ein Maskenmann? Round of applause for our contestants! Ladies and gentlemen. Oh, hallo. Valentine, da haben wir sie. Time to put on a show. Action. Da gibt es bestimmt auch wieder die ganzen Cosplayerinnen, die stürzen sich doch auf so halbnackte Frauen hier, oder? Damit sie sich wieder sexy Cosplay können. Boah, da ist selber eine Dings dabei. Was wir spielen. Eine Cerebella, oder wie sie heißt. Ducken. Yeah, Valentine. Good night. Okay, was machst du?
Kannst du mir noch was beibringen? Du bist auch sehr langsam auf jeden Fall, das sehe ich schon. Sie kann fliegen! What the hell? Wie macht sie das? Will ich auch können. Oh, oh, oh. No, 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 no. La, 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 die Musik. Und tief. Und tief. Und weg. Und tief. Oh, da ist sie hinter mir durchgerannt. Was kommt jetzt? Nochmal eine Miss Fortune. Oh, shit, die hatten wir auch noch nie. Wir hatten R Fortune. Hat sie ihren Kopf verloren? Liegt da ihr Kopf? What the hell? Ich kann sogar am Kopf Damage machen. Ich brauche nicht mal auf den Körper aufpassen, oder was? Was ist das für ein Teil? Vielleicht kann der Kopf auch angreifen. Das ist so ein zweigeteilter Held, irgendwie. Wie, die Lost Vikings in Heroes of the Storm oder so. Nee. Wir tun das jetzt nicht in one turn. Wir haben schon gegen uns selber gekämpft. Ich will jetzt eher nochmal einen neuen Char ausprobieren. Arcade Mode. One Champion. Double hatten wir schon. Parasol. Valentine. Sollen wir Valentine mal probieren? Oder? Ja, wir probieren Miss Fortune mal. Vielleicht können wir auch unseren Kopf verlieren. Hallo. Oh, Alexi sieht wenigstens aus wie eine Kämpferin. Let's rock. Okay, Schwanzattacke, was ist das hier? Oh shit! Ich habe das Gefühl, sie nimmt richtig Fahrt auf, wenn man ein paar Kombos bringt. Aber die andere blockt alles. Wenn ich mal wüsste, wie man blockt einfach. Das wäre schon mal ein gutes Erlebnis. Hätte ich mal doch ein Tutorial noch einziehen sollen. Eine allzu große Range hat die nicht hier, aber die andere ist halt so langsam, das ist unser Vorteil. Bam! Oh, weg! Leck, da bin ich gut drüber gehopst, du. Und schon wieder. That's a rap! Oh ne, ist kein Rap, das ist Take 2. Haut sie da echt ihren Kopf nach vorne? Ja. Ja, was ist das? Ah, einfach nach in die entgegengesetzte Richtung drücken ist blocken. Boah, die kann so am Rand abspringen. Wie Vega in Street Fighter 2. Turbo. Ja, geil, Alter. Ich lerne immer mehr. Komm jetzt mal runter, du Suffkopf. Kriegst mal ein paar aus dem Maul hier. Boah, shit. Der trifft auch gegen oben. Wieder was gelernt. Zack. Boah, Leck, die gefällt mir. Miss Fortune. Du nicht, Baby. Da spielt sie mit ihr am Kopf. What the fuck is going on? Oh, ist Big Band. Gegen ihn oder sie können wir nicht spielen. Also gegen ihn schon, aber sie. DLC-Charakter. Oh shit! Oh shit, what the fuck is happening? Alter, was zum Teufel? Es hat voll die Range. Damn it. Also müssen wir Range mit Range bekämpfen. Er blockt wieder alles hier. Du Saftsack. Lass mich doch jetzt mal an dich ran. Ein paar Kombos in your face. Ich habe das Gefühl, ich kack völlig ab gegen ihn. Ah, ich habe ihn in der Ecke. Was hat er denn dabei sich da? Ist das eine Musicbox? Schön, da packt er die Trompete aus. Ja, ranged, ranged, ranged. Was bist du? Eliza. Boah, die hat einen Ank um sich. Kannst du dich wiederbeleben? I don't fucking care. I will noodle you until death. Da ist schon wieder die Musikbox. Da kommt immer irgendwelche Klavierspieler durch die Kammer und töten.
Irgendwas kommt aus dem Boden und wirft mich. What the hell is going on? Son of a bitch, Eliza. Oh Gott. Nicht Squiggly. Squiggly Puff. Die ist doch so agil. Oh. Da hat sie uns getötet. You can't give up now. Yes, I can. So, wen haben wir noch nicht gehabt? Da haben wir Parasol, haben wir auch noch nicht probiert. Philia, was bist du eigentlich? Die sieht auch lustig aus. Gegen R. Fortune wieder. Oh mein Gott. Ah, die hat auch so einen Skorpion. Guck mal. Was ist das normal? Okay, das ist ein Angriff nach oben. Ja, leck, die andere schießt uns einfach da aus der Ecke. Komm jetzt mal. Button-Mashing. Einfach kurz Kontrolle zurückkriegen hier. Button-Mashing. Oh, fuck. Also diese DLC-Charaktere, die müssen sie jetzt natürlich total geil machen, ne? Damit die jeder kauft. Hier mit Laser und Big Band war ja auch so riesig und strong. Block doch nicht alles, du Bitch! Block doch nicht alles, du Bitch! Ah, das ist wieder die, wo die Köpfe da rumschweben hat. Ah, nein, nein! Wir, oh, können wir sie werfen? Shit, was haben wir für Haare? Yeah, da haben wir sie in unseren Haaren geworfen. Going down! Sie führt leicht vom Leben her. Dann gucken wir mal, ob wir das noch rausholen können hier irgendwie. What the fuck? Wie hab ich das angestellt? Nochmal ein Wurf. Yeah. Komm, komm, Baby. Nein, nein, nein. Nicht so nah. Komm nicht so nah. What the fuck? Das ist fresh und halbes Leben. Bei uns blinkt halt auch und macht's oben links, ne? Wir haben bestimmt irgendeinen Ulti, aber ich weiß ja nicht, wie ich den einsetze. Drück alle Knöpfe, es passiert nichts. Da muss es bestimmt irgendein extra Combo dafür geben oder so ein Scheiß. Ja, gleich hat sie uns. Aber wir sie auch! Komm, noch eine schöne Combo! Yeah, wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Wir haben wie sie chillt! Ah, oh, war geil. It all depends on your skill. Showtime! Ein Haarbohrer! Die hat irgendwelche Zähne in den Haaren, gell, unsere? Das ist sehr, sehr mysteriös. Da steht wohl der Zombie-Professor Doktor im Hintergrund. Leck und ein Bär! Ne, ein Haifisch! Das ist ein Haifisch, der redet! What the fuck? Boah, was hat die drauf? Nom, nom, nom. Meine Haare haben Hunger! Und Kamm packt sie auch aus. Das ist so ein typischer. Ich mach alles mit den Haaren, Charakter. Genau wie im Real Life gibt es auch solche Frauen, die machen auch alles mit den Haaren. Take 3! Oh, jetzt ist sie gut ausgewichen. Ah, da kommt mein Eagle-Angriff. Ich weiß nicht mal, wie ich es mache. Es ist sicherlich interessant, wenn man das professionell spielen kann. Oder semi-professionell, will ich es mal nennen. Wisst ihr, was ich meine? Einfach, wenn man weiß, wie die Kombos funktionieren und so. Aber für uns reicht es hier am Gammelsonntag ein bisschen Knöpfe und BAM. Rutsche rein, rutsche rein. Ja, da gibt sie uns plötzlich. Dann stehe ich wieder auf der anderen Seite. What the fuck is going on? Bam, bam, gleich ist sie down und reinrutschen. Okay, cool. Ist mal hart am Gewinnen hier. Valentine. Ladies and gentlemen, it's Showtime. Hold it. Aber gegen Valentine haben wir schon gekämpft. Gehen wir ab. Geben wir mal ab hier. Okay, was gibt's denn eigentlich noch alles? Achievements, Singleplayer. Gibt's eigentlich einfach auch einen Online-Multiplayer? Versus? Tournament Mode, Local, Quick Match, Lobby. Also es ist alles vorhanden, Leute.
Ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Ein guter erster Eindruck so in den Singleplayer. Versus will ich jetzt nicht unbedingt machen, weil ich es ja wirklich überhaupt nicht blicke. Aber ich finde, das Game hat einfach Charme. Es hat Stil. Und es macht Spaß, um einfach mal reinzuspringen hier und ein bisschen zu daddeln. Und damit beenden wir den Gammelsonntag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, denkt bitte dran, das Video positiv zu bewerten. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.